Vielen Dank, Herr Dr. Mattner. Also nach dem Film über soziale Sicherung und Rente zu reden, ist schon herausfordernd. Nicht? Also ist schon herausfordernd. Aber vielleicht, ich glaube, das sollte hier klar sein. Wir sollten die Beziehungen zwischen den Generationen nicht sich darin erschöpfen lassen, dass es Leistungsempfänger und Finanziers der sozialen Sicherungssysteme gibt. Ich glaube, das ist wichtig, aber ich denke, ein Bruchteil der sagen wir mal, intergenerativen also Beziehungen. Ich bedauere es, nicht nach Herrn Schirmacher zu reden. Hätte ich gerne geredet, da ich eine etwas andere Sicht der Dinge habe. Schauen Sie, im Englischen gibt es einige Lehnworte aus dem Deutschen. Das ist Kindergarten, das ist Gemütlichkeit, das ist Blitzkrieg, Rucksack, Fahrfreude und Angst. Angst, German Angst, ist ein Lehnwort im Englischen. Offensichtlich betrachtet man die Eigenschaft der Deutschen, die Zukunft am liebsten düster zu sehen, als eine spezifische Eigenschaft der Deutschen. Und da ist was dran. Es gibt eine Handvoll von Infektionskrankheiten, wir erinnern uns nur so an EHEC und die Vogelgrippe, das ist immer der Vorbote einer Pandemie. Ja. Wenn China das Wachstum nicht mehr jetzt 10%, sondern 8% beträgt, was titelt die Zeitschriften? Rezession in China. Ja. Und wem die impliziten Staatsschulden, die expliziten Staatsschulden mit 80% ja hoch nicht hoch genug sind, dann werden dann auch implizite Schulden zugezählt, die man gar nicht dazu addieren darf. Das heißt, es kann gar nicht schlimmer kommen. Und es ist selbstverständlich, dass wir nicht von einer alternden Gesellschaft reden, sondern wir reden von Vergreisung. Ja? Und die demografische Zeitbombe ist noch ein höfliches Wort für den Prozess. Meistens spricht man dann ja auch von einem Verglühen des produktiven Kerns. Das heißt, wir sehen das alles etwas, wie gesagt, pessimistisch. Ich sehe das nicht so. Für mich ist die Bevölkerungsalterung keine Folie des ökonomischen Niedergangs. Und deswegen würde ich sehr gerne oder viel lieber, was ich zum Schluss etwas machen kann, einen Vortrag halten über erfolgreich altern. Und das Interessante ist, da werde ich darauf zu sprechen kommen, die entscheidenden Felder, auch wirtschaftlich erfolgreich zu altern, die Politikfelder, sind nicht die sozialen Sicherungssysteme. Die Zukunft unserer alternden Gesellschaft entscheidet sich nicht in einer Reform der sozialen Sicherungssysteme, sondern sehr viel mehr in der Familienpolitik und in der Bildungspolitik. Das sind die zukunftsträchtigen Folgen. So, nun, wie gesagt, zum Thema, zum Generationenvertrag. So einen wirklichen Generationenvertrag hat es ja eigentlich nur in der selbstversorgenden bäuerlichen Familie gegeben. Ja? Und alle, die arbeiten konnten, mussten arbeiten und wurden dafür, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten oder noch nicht arbeiten konnten, im Feld, Stall oder Haus, wo sie dann nicht produktiv einsetzbar war, mussten sie unterhalten und versorgt werden von denjenigen, die wir heute als Erwerbspersonen bezeichnen. Das ist der ursprüngliche Generationenvertrag. Dann gab es einen Mann namens Alexis Tocqueville, der hat das so als Vorbild genommen für einen Social Compact. Das heißt, einen gesellschaftlichen Vertrag zur Absicherung der großen Lebensrisiken und zwar als Alternative zu privaten Versicherungen. Auch im 19. Jahrhundert, als dieser Begriff aufkam, gab es schon private Versicherungen, aber es sollte hier eine Alternative geboten werden. Und was wir heute als Generationenvertrag bezeichnen, der ist ja nie geschlossen worden. Das ist so ein implizites gesellschaftliches Agreement zur Absicherung der großen Lebensrisiken, die aus Krankheit, Alter, Erwerbsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit erwachsen. Ja, also die Einkommensrisiken, die aus diesen großen Lebensrisiken erwachsen. So, und jetzt kommt 30 Sekunden Ökonomieprofessor, ich höre dann sofort auf. Und der zentrale Unterschied einer Sozialversicherung und einer Privatversicherung ist nicht die Frage des Umlageverfahrens, des Kapitaldeckungsverfahrens. Ja, das ist nicht der entscheidende Unterschied. Der entscheidende Unterschied zwischen einer Sozialversicherung und einer privaten Versicherung ist,
dass eine Sozialversicherung eine solidarische Versicherung ist, die von guten zu schlechten Risiken umverteilt. Und das geschieht, indem man risikounabhängige Beiträge erhöht. Ja, ob das nun Kopfprämien sind oder einkommensabhängige Prämien, die haben nichts mit den versicherten Risiken zu tun. Und das ist der entscheidende Unterschied zu einer Privatversicherung. Eine Privatversicherung erhebt risikoadjustierte Prämien, um eben genau diese Umverteilung von guten zu schlechten Risiken zu verhindern. Und das ist, wie gesagt, eben dieser soziale Fortschritt. Und das gilt eben für alle unseren 5 gesetzlichen Sozialversicherungen, die sollen umverteilen. Und aufgrund der Tatsache, dass alte Menschen, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie nun wie in der sozialen Pflegeversicherung, in der GKV auch Beitragszahler im Alter sind, das ist der Unterschied zur Rentenversicherung, hat man immer in allen Versicherungen eine Umverteilung von den Jungen zu den Alten. Ja, das ist also typisch für Sozialversicherungen, dass in einer alten, alternden Gesellschaft umverteilt werden soll von den Jungen zu den Alten. Und das, wie gesagt, ist eigentlich kein Defekt. Das ist das Prinzip. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ein soziales Sicherungssystem ist keine Kuh, die im Himmel frisst und auf der Erde gemolken werden kann. Ich will sagen, die Kosten und Konsequenzen, die aus dieser Bevölkerungsalterung resultieren, die kann man nicht wegreformieren. Die sind da, die sitzen hier im Raum oder stehen hier vorne. Ja? Die sind da. Also was Politik kann, ist lediglich diese Kosten versuchsweise gleichmäßig auf alle Schichten der Gesellschaft zu verteilen. Das heißt, jede Sozialreform ist immer ein Verteilungskompromiss. Und die Kategorie gerecht ist da falsch. Wir leben in einer offenen, in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der gibt es kein Allgemeinwohl. In einer demokratischen, offenen Gesellschaft ist das Allgemeinwohl immer so etwas wie die Diagonale im Parallelogramm der gesellschaftlichen Kräfte. Es gibt nicht das Allgemeinwohl. Und deswegen gibt es auch in einer demokratischen und offenen Gesellschaft nicht den gerechten Steuersatz. 48 oder 45%. Das ist eben eine Konvention und somit sind auch die Verteilungswirkungen, die mit jeder Sozialreform verbunden sind, nie richtig oder falsch, sondern jeweils Ausdruck eines bestimmten akzeptierten Verteilungskompromisses und sind damit natürlich revisionsanfällig, weil sich auch die Koordinaten der Gesellschaft verändern. Und ich möchte Ihnen mal im Bereich der Rentenversicherung diesen Verteilungskompromiss erklären. Hier hatten wir mal, das ist das Entwicklung des Rentenniveaus, ich nehme mal das Bruttorentenniveau, ist einfacher zu rechnen, vor der Reform. Das war, wir befinden uns im Jahre 2000. Was wäre passiert? Das Rentenniveau, wenn wir nichts gemacht hätten, wäre gesunken. Glauben Sie mir, das hängt mit unserer Formel zusammen. So, jetzt hat man das Rentenniveau abgesenkt, perspektivisch um maximal 16%. Maximal 16% wird im Vergleich zur Fortschreibung des Status quo dieses Rentenniveau bis zum Jahre 2030 abgesenkt. Das ist der Teil der Kosten der Alterung, der den Bestandsrentnern zugeworden wird. Dann haben wir eine steigende Lebenserwartung. Ja, pro Jahr steigt die Lebenserwartung eines 65-Jährigen um knapp 1,5 Monate. Das ist der Lebenserwartung, damit steigt die Rentenbezugsdauer. Und durch die Rente mit 67 werden die Kosten, die aus der steigenden Rentenbezugsdauer als Steigerung der Lebensalter zu einem großen Teil bei den zukünftigen Rentnern angelastet. Das ist die Idee der Rente mit 67, das ist eine Verteilung. Wenn man das bei 65 lässt, fallen die Kosten trotzdem an. Ja, nur muss man dann sagen, wer sie zahlen soll. Also man kann heftig gegen die Rente mit 67 sein, aber dann muss man sagen, wer soll die Kosten zahlen. Ja, das ist keine, wie gesagt, keine Kuh. So, und dann haben wir den Beitragssatz. Ohne Reform wäre der Beitragssatz von damals also 20% auf 26% gestiegen. Das hat man diverse Rentenformeln gemacht. Jetzt steigt er auf 22%. Das heißt, diese 2% Rentensteigerung ist das, was den Beitragszahlern aufs Auge gedrückt wird. So, und gleichzeitig haben wir rasant die Bundeszuschüsse erhöht, und zwar um 1/3. Das ist der Teil, ja, der Kosten der Alterung, der den Steuerzahlern
aufgelastet wird. Das ist der Verteilungskompromiss. Das ist ein Versuch, das halbwegs zu verteilen. Das hat mit, wie gesagt, mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Das ist, wie gesagt, Ausfluss des Versuchs, die realen Kosten zu verteilen. Und deswegen ist jede Sozialreform, auch jede Gesundheitsreform, ist immer ein Verteilungskompromiss, dessen muss man sich bewusst sein. So, und jetzt zu dem Stichwort sichere Renten. Sichere Renten kann es nicht geben. Nämlich alle Rentenansprüche sind Ansprüche an ein zukünftiges Sozialprodukt. Die müssen in der Zukunft erwirtschaftet werden und die Zukunft ist nun mal zwingend unsicher. In einem Umlageverfahren haben Sie zwingend Arbeitsmarktrisiken, demografischen Risiken, kapitalgedeckten System, haben Sie immer Kapitalmarkt- und Wechselkursrisiken. Diese Risiken kann man begrenzen durch Regulierung, durch Rentengarantie oder sowas, das kann man machen, aber die sind zwingend eigentlich immer da. So, und jetzt haben wir heute Morgen von Herrn Gabriel was. Er hat nicht über Altersarmut gesprochen, hat über niedrige Renten erzählt. Heute ist in der Bildzeitung was sehr Schönes passiert. Man hat mit völlig richtigen Zahlen eine andere Geschichte erzählt. Man hat die Zahlbeträge von Renten genommen und hat das mit der Hartz IV verglichen und suggeriert, dass wenn jemand eine niedrige Rente als Hartz IV bekommt, dass er arm ist. Die Deutsche Rentenversicherung hat sofort blitzartig eine Presseerklärung rausgegeben und hat darauf hingewiesen, dass die niedrigsten Renten interessanterweise gerade von denen bezogen werden, die ein sehr hohes Alterseinkommen haben, nämlich beispielsweise die Selbstständigen oder Handwerker, die eine kurze Zeit in der Rentenversicherung waren. Das heißt, die niedrige Rentenzahlbetrag ist das Ergebnis einer niedrigen Rentenbezugsdauer. Und man kann heute auch in der Presseerklärung der Deutschen Rentenversicherung lesen, dass das durchschnittliche Einkommen eines westdeutschen Rentnerhaushaltes netto bei 2.500 Euro liegt. Trotz der niedrigen Renten. In Ostdeutschland liegt es bei 1.000. Und es kommt noch hinzu, die Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen, da hat sich schon die Berufstätigkeit der Frau gesteigert. Die ist glücklicherweise gestiegen, aber sie arbeiten kurzfristig und Teilzeit. Deswegen kommen da niedrige Renten raus. Aber vor 20 Jahren hat es diese Renten gar nicht gegeben. Und wenn jetzt ein Haushalt eine niedrige Frauenrente dazugeht, dann sinkt statistisch die durchschnittlich gezahlte Rente. Aber der Haushalt wird dadurch nicht ärmer, indem er eine kleine Rente dazukriegt. Ja? Das heißt also, deswegen muss man hier, wie gesagt, also sehr vorsichtig sein. Wir waren die Ersten, die darauf hingewiesen hat, dass es mal Altersarmut geben wird. Und zwar weniger aufgrund der Absicherung des Niveaus, sondern mehr aus den Solo-Selbstständigen, der Destandardisierung der Erwerbsbiografien, dann der Langzeitarbeitslosigkeit, dann der Erwerbsminderungsrente. Heute bezahlen 2,3% aller Altersrente einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter, das heißt die Fürsorge. Ja, das ist der Punkt. Das ist für jeden Einzelnen ein Problem. Aber noch ist das kein gesellschaftliches Problem. Und genau wie wir die Rente halbwegs demografiesicher gemacht haben, denke ich, sollte man Altersarmut bekämpfen, wo sie noch nicht relevant ist. Und das wollen ja alle Parteien. Die einen nennen das also Zuschussrente, die nennen das Solidarrente, die nennen das Sockelrente, ist alles dasselbe. Ist alles der Versuch, jemanden, der langjährig, vollzeitig im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, besser zu stellen als jemand, der sein Leben lang nicht gearbeitet hat. Das ist auch völlig richtig, nämlich das finden wir in 27 von 34 OECD-Staaten wird das gemacht. Nämlich es wird immer irgendwie Niedriglohnsektor gehen und wenn jemand lange Zeit darin arbeiten muss, hat er sich bemüht, nicht hilfebedürftig zu werden, dann sollte er im Alter auch nicht hilfebedürftig werden. Das ist in der Schale das große Thema. Und das wird wirklich nicht wahlkampfentscheidend sein. Das würde auch keine Koalition verhindern, nämlich alle Parteien wollen in der Sache eigentlich dasselbe. Die Grünen sind ein bisschen üppig, die wollen nur 30 Jahre, wie Konsort, klar, okay. Aber wir waren 10 Jahre zusammen in der Enquete-Kommission, deswegen darf ich da frotzen und so. Das ist der Punkt. Also, und wir können gegenwärtig sagen, das Rentensystem ist, ja, wie es so schön heißt, für die nächsten 20 Jahre nachhaltig finanziert. Allerdings die Alterung hört im Jahre 2030 natürlich nicht auf. Interessant ist, dass wir gegenwärtig sogar eine Alterungspause haben.
Das heißt, ein Schub kommt ja, das wird weitergehen. Aber das ist das Erste, was ich dann vielleicht Ihnen auch mal sagen möchte, das ist ein unverdächtiger Kronzeuge. Hier hat mal die Prognos AG vor 2 Jahren das gegenwärtige soziale Sicherungssystem auf dem derzeitigen Status quo fortgeschrieben. Und zwar ist oben der Sozialversicherungsgesamtbeitrag abgetragen. Naja, also er steigt von 40% auf 45%. So viel zum Thema demografische Zeitbombe. Ja, das heißt, da ist ein Problem, aber wir sind einen sehr viel größeren Weg schon gegangen, als man gemeinhin glaubt. Ich habe ja das Privileg, öfter im Ausland zu sein, und das Land mit der niedrigsten Geburtenrate, was wir kennen, ist Südkorea. Wenn Sie mal in Südkorea sind, werden Sie nie so Begriffe wie Vergreisung oder Überalterung hören, nicht? Und die haben ein wirkliches Problem. Also das ist ein anderes Thema. Also will sagen, das, was wir als Generationenvertrag bezeichnen, ist zwar nicht perfekt, aber er ist definitiv nicht so marode, wie er gelegentlich dargestellt wird. Und ein Zusammenbruch steht nach Lage der Dinge definitiv nicht ins Haus, was allerdings nicht heißt, dass man auch in der Zukunft wieder justieren muss. Steuermittel rein, also verteilen, das wird eine Daueraufgabe sein. Es wird nie eine Big Bang-Reform geben, die man einmal macht, das war's. Das heißt, Sozialpolitik ist immer nachsteuern. Allerdings, jetzt darf ich auch ein bisschen überziehen, der Bürgermeister meiner Heimatstadt Essen hat ja auch etwas überzogen. Wir werden, diese demografische Entwicklung wird sich in etwa 30 bis 40 Jahren entspannen. Und zwar haben wir gegenwärtig eine doppelte Alterung. Und zwar altert die Bevölkerung einmal aufgrund der niedrigen Geburtenrate, die wir seit 1968 haben, liegt unter dem bestandserhaltenden Niveau. Und wir haben eine steigende Lebenserwartung. Lebenserwartung nimmt eines Neugeborenen nimmt jedes Jahr um 3 Monate zu. Das sind 6 Stunden am Tag. Meine Damen und Herren, 6 Stunden am Tag. Ist die Lebenserwartung gewesen. Und das führt natürlich dazu, dass der Anteil der Älteren steigt. Allerdings etwa im Jahre spätestens 2050, wenn die geburtenstarken Jahrgänge, die wir bis 1968 hatten, diese Welt verlassen haben werden, spielt die niedrige Geburtenrate für den alten Quotienten keine Rolle mehr. Nämlich dann gehören alle, sowohl die Beitragszahler als auch die Leistungsempfänger, Jahrgängen mit einer niedrigen Geburtenrate an, die Bevölkerung schrumpft, aber sie altert nur noch nach Maßgabe der Lebenserwartung, nicht mehr nach Maßgabe der niedrigen Geburtenrate. Und heute haben wir deswegen eine doppelte Alterung. Das heißt, langfristig wird es nicht besser, aber es entspannt sich etwas, wird nicht schlechter. Deswegen diese Untergangsszenarien sollte man lassen. Nun, jetzt nochmal 30 Sekunden Ökonomie, nämlich das eigentliche Problem der Alterung ist kein Problem der sozialen Sicherungssysteme. Hier habe ich mal abgetragen, was Sie da sehen. Also da haben Sie die grüne Linie, ist die Gesamtbevölkerung, die ist jetzt 1,5 Millionen kleiner geworden, seit wir den Zensus gemacht haben. Aber tit for tat haben wir so ungefähr 81 Millionen. Wenn wir die Standardprojektion nehmen, werden daraus bis zum Jahre 2050 knapp 70 Millionen. Rückgang 15%. Wenn wir die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter nehmen, das sind die zwischen 20 bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, haben wir heute 50 Millionen. Wenn wir die gleiche Projektion und den gleichen Annahmen nehmen, werden daraus bis zum Jahre 2050 35 Millionen werden, Rückgang 30%. So, und jetzt haben wir ein klitzekleines makroökonomisches Problem. Nämlich das Sozialprodukt, von dem alle Sozialleistungen finanziert werden müssen, ist immer das Produkt aus dem geleisteten Arbeitsvolumen, sprich aus der Zahl, die Leute arbeiten, multipliziert mit der Produktivität. Und das Produktivitätswachstum bei uns liegt seit 30 Jahren bei 1,5% die Stunde. 1,5% nimmt bei uns die Stundenproduktivität zu. Hat nie eine Produktivitätsbeschleunigung gegeben und es wird auch in der Zukunft mutmaßlich keine Produktivitätsbeschleunigung geben. Das bedeutet allerdings, wenn der Produktivitätstrend der gleiche ist,
aber die Zahl der Erwerbspersonen geht im Vergleich zur Gesamtzahl der Bevölkerung deutlich schneller zurück, wird das natürlich dämpfend auf das Pro-Kopf-Einkommen wirken. Und das ist eigentlich das ökonomische Problem. Alterung frisst Produktivität. Das heißt, von dem Rückgang der Erwerbspersonenpotenzial wird über ein Drittel des von der Produktivitätswachstum erzeugten Wachstumsspielräume gefressen. So, und da, wenn wir erfolgreich altern wollen, müssen wir genau an diesem Thema ansetzen. Das ist möglich. Schließen Sie mal die Augen. Denken Sie mal 10 Jahre zurück. Welche Stimmung lag da auf diesem Lande? Pessimismus wie Mehltau. Sabine Christiansen hat mit Untergangsthemen und Untergangspropheten jeden Sonntag die Hütte voll. War eine tolle Zeit, war auch oft da. Ja? Ja, es gab eine ganz neue Bücherkategorie, das war die Untergangsbücher. Ist Deutschland noch zu retten? Abstieg eines Superstars, Bazarökonomie, ja? Das Methusalem-Komplott, kann man ja mal sagen. Meinhard Miegel, die deformierte Gesellschaft, also eine ganze Latte von Untergangsszenen. Und Deutschland war ja, the sick man of Europe, 2003. Der gleiche Economist schreibt im Jahre 2010 Europe's Engine. Das heißt also, man kann eine ganze Menge machen. Deswegen, der Untergangspessimismus in der Wirtschaft ist ja jetzt verschwunden. Jetzt können wir ja vor Kraft kaum laufen. Nicht? Also was vorher the sick man of Europe war, ist jetzt das Modell für ja, früh entwickelte Industrieländer. Und deswegen den gleichen, sagen wir mal, Pessimismus, den wir damals vielleicht zu Unrecht an den Tag gelegt haben, den denke ich, sollten wir auch bei der Bewältigung des demografischen Problems an den Tag legen. Hier können Sie auch sehen. Also, ja, Roman Herzog, berühmte Ruckrede. Erosion der Sozialversicherungssysteme durch unsere auf dem Kopf stehende Bevölkerungspyramide. Ja, heute schreibt die Prognos AG, oh, die sind eigentlich ganz gut dargestellt. Ja. Deswegen also fallen Sie bitte nicht in den Pessimismus. Und die entscheidenden Stellschrauben, erfolgreich zu altern, sind diese hier. Nämlich, es ist nicht davon zu Recht auszugehen, dass die Geburtenrate steigt. Und wenn sie steigt, wirkt das erst 25 Jahre später. Das heißt, wenn Sie jetzt nach dieser Veranstaltung heute sich Ihrer, sagen wir, generativen Pflicht bewusst werden würden, hier in diesem Raum, ja, dann würde für die nächsten 30 Jahre gar nichts passieren. Ja? Also in den entscheidenden Relationen. Ja? Die Krankenversicherung würde vielleicht sogar noch teurer. Aber ist ein anderes Thema. So. Deswegen muss es eigentlich darum gehen, ja, aus unserer Erwerbsbevölkerung, die nun mal da ist und die sich entwickelt, sehr viel mehr rauszuholen, als da ist. Und das geht nicht durch Sozialreformen. Das geht nicht durch Sozialreformen. Die entscheidende Antwort ist, ja, wie erhöhe ich die ja, alters- und geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten? Frage, können wir uns noch so viel Schulabbrecher leisten, wie wir haben? Das sind die Langzeitarbeitslosen von morgen. Können wir uns, wo wir so wenige Kinder haben, noch ein gegliedertes Schulsystem erlauben, welches auf Selektion aufgebaut ist und nicht auf Förderung der Begabungen aufgebaut ist? Können wir es uns als einziges OECD-Land neben Österreich leisten, dass die Ganztagsschule immer noch nicht die Regelschule ist? Also auf den Feldern würden wir sehr viel mehr zur Stabilisierung unseres Generationenvertrags machen, als durch weiteres Drehen an den Stellschrauben. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, ob das Ehegattensplitting wirklich noch eine richtige Form ist. Das Ehegattensplitting basiert ja auf der Philosophie des Alleinverdieners, Bundesverfassungsgericht 1956. Das Einkommen beider wird zusammengezogen, durch 2 dividiert, versteuert und wieder zusammengezählt, die Schulden. Jetzt ist es nun mal leider so, bedauerlicherweise so, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und das bedeutet dann im Zusammenspiel mit dem Ehegattensplitting, dass es für eine Frau relativ unattraktiv ist, ihr Arbeitsangebot auszuweiten. Wir haben mittlerweile
eine rasante Bildungsbeteiligung der Frauen. Es machen mehr Frauen das Abitur als Männer, aber die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen, habe ich schon rot? Ja, Entschuldigung. Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen stagniert und das hat auch sehr viel mit Ehegattensplitting zu tun. Ich will sagen, ich muss ja der Folge leisten, der roten Farbe. Wir sollten definitiv nicht, sagen wir, den Kopf hängen lassen. Das haben wir nicht nötig. Wir sind reformfähig, aber wir sollten eben die Reformen, gerade zur Stabilisierung des Generationenvertrags, nicht so sehr auf die sozialen Sicherungssysteme setzen, sondern auf die Arbeitsgesellschaft. Wir sind eine Erwerbsgesellschaft und auch eine alternde Gesellschaft kann erfolgreich altern, wenn es uns gelingt, die Erwerbsquoten zu erhöhen. Und das geschieht über Bildungspolitik und Familienpolitik. Vielen herzlichen Dank. Applaus